Und das könnt ihr auch gleich auch schon auf jedes Leben übertragen. Wer kennt das Prinzip Reverse Engineering? Haben wir schon gehört? Niemand? Okay, geil. Ist im Prinzip ganz simpel, dass du nicht dir mal überlegst, was brauche ich noch, um irgendwo hinzukommen, sondern du stellst erstmal die Frage, wo möchte ich hin, und klärst von da aus zurück alle Sachen. Das heißt, in unserem Fall ist das ja super simpel. Das ist ja, wie gesagt, mal so ganz grob, das ist ja im Prinzip um alles, was es geht. Also das ist das Geile am Abitur, so sehr ich da das System vielleicht auch nicht feiere, aber das ist ja das Geile. Im Endeffekt gibt es am Ende einfach eine Zahl und darum geht's. Was dazwischen passiert ist, ist eigentlich vollkommen scheißegal. Eigentlich, wenn einem das Abitur sehr wichtig ist, dann ist ja einfach nur die Devise, wie bekomme ich den Schnitt hier nach den 2 Jahren raus, die ich haben möchte, und ich will währenddessen noch einigermaßen gesund sein und vielleicht einigermaßen Freizeit haben. Und je nachdem, wie hardcore man halt da reingeht oder halt vielleicht auch wie entspannt, will man halt vielleicht noch ein paar andere Sachen. Aber im Endeffekt ist einfach, wie erreiche ich das hier, während ich gesund bleibe und vielleicht auch Freizeit. Und that's it. Kann man jetzt eben im Reverse Engineering Style einfach nur zurück überlegen, also sich nicht erst denken, okay, ich brauche die Lernstrategie, dann muss ich das, dann Zeitmanagement, dann muss ich das, weil dann hast du diese 100.000 Sachen, die du sowieso nicht alle merken kannst, sondern stellst einfach die Frage, was möchte ich denn selbst? Was möchtest du? Du willst einfach nur 1,x. Das ist alles, was du möchtest. Und dann ist die Frage, wie kommst du denn genau auf diesen Punkt? Und das heißt, wodurch setzt sich das denn zusammen? Weil, wenn du gefragt wirst, was würde ich sagen, was braucht man für ein 1,x Abi? Einfach mal so in die Runde, was würde ich sagen, braucht man dafür? Disziplin. Fleiß. Lerntechniken. Was? Genau, aber man, genau, das ist jetzt eben der Punkt. Man wirft dann nämlich, weil so funktioniert unser ganzes Denken und die Gesellschaft, man wirft erstmal lauter Sachen rein und denkt, ah ja, die braucht. Aber im Prinzip, du brauchst nicht zwangsläufig Fleiß, Disziplin, sonst auch keine Lernstrategie, brauchst du im Prinzip erstmal nicht, sondern eigentlich, und das klingt jetzt erstmal wie eine irrelevante Unterscheidung, aber eigentlich brauchst du nur die Not. Du brauchst ja eigentlich nur, das ist ja auch wieder in jedem Bundesland ein bisschen anders, aber ich glaube, so grob oder ziemlich genau kann man das so sagen, setzt sich dieser Abiturschnitt ja einfach nur aus den 4 Halbjahren in der Oberstufe zusammen und eben der Abiturphase. Und auch hier, ich meine, die 4 Halbjahre, klar, da hat man ab und zu ein bisschen unterschiedliche Fächerbelegung, aber ist im Prinzip auch extrem ähnlich. Das heißt, in jedem Halbjahr hast du eigentlich nichts anderes als ein Fach, davon vielleicht, keine Ahnung, da hast du hier Mathe, Deutsch, Englisch, bla 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 bla. Davon vielleicht so 10 Stück, 14 Stück, irgendwas so in dem Dreh. Und hast dann hier einfach im Endeffekt eine fette Gesamtnote. Und das auch immer weiter hier runter. Und bei der Abiturprüfung ist es ja im Prinzip genauso. Da hast du, keine Ahnung, du hast einfach ein Fach. Und habt auch da in der Abitur einfach nur, ja, da habt ihr vielleicht, wenn ihr aus Bayern kommt oder was auch immer, Mathe und Deutsch ist da zum Beispiel Pflicht, aber dann habt ihr vielleicht noch Bio, was noch? Englisch. Ach so, Physik. So, und auch da kriegst du einfach nur eine fette Note. Das bedeutet, so simpel das im ersten Moment klingt, so geil ist es halt auch einfach, im Prinzip, es geht in Bezug auf dein Endziel, was du hast, es geht um nichts anderes als diese Noten, 4-mal halt, die sich darauf beziehen, und um diese Noten. Und die ergeben das zusammen. Das heißt, für deinen Traumabiturschnitt brauchst du nichts anderes als einfach hier gute Noten. Dann Reverse Engineering, wir sagen nämlich nicht, okay, wir wollen das brauche ich alles, sondern wir wechseln nur, was möchte ich im Endeffekt haben, was brauche ich dafür? Eigentlich erstmal nur die Noten. Wenn du Chef vom Direktor bist und der hat dir die alle geschenkt, ist das genauso frei. Die anderen werde ich dafür hassen und du hast vielleicht selbst nicht so ein gutes Gefühl dabei, aber das ist ein Traumabiturschnitt. Deswegen, nächster Step, was brauchst du hier zum Beispiel jetzt noch für diese Note? Auch wieder nicht lernen, Disziplin, sonst irgendwas, sondern es gibt die schriftliche Note und es gibt die mündliche Note. Die ist auch wieder je nach Bundesland unterschiedlich. Genau, das heißt, schriftlich habt ihr auch einfach nur
wieder sozusagen noch eine kleinere Note, auch das ist wieder eben je nach Bundesland unterschiedlich gewichtet, schriftlich und mündlich. Aber im Prinzip braucht ihr auch einfach quasi nur im Schriftlichen eine gute Note und im Mündlichen eine gute Note, weil die Sachen dann, die natürlich auch immer weiter runtergehen, weil die Sachen dann einfach das hier beeinflussen. Ja, das sieht echt an der Wand, Mann. Kannst du den Schrift probieren? Ha? So eigentlich ein Pizza? Schreib mal mit dem. Der geht safe noch, oder? Wenn du es ja. Merkt schon, farbige Schaubilder sind sehr wichtig. Genau. Das bedeutet im Prinzip, brauchst du einfach nur wieder das. Und jetzt, im nächsten Schritt, ist dann die Frage, okay, das heißt, das hier ist eigentlich schon egal. Es ist ja nur ein Resultat aus diesen beiden Sachen hier. Das bedeutet, die nächste Sache ist dann, übrigens schreibt euch auch gerne alles mit, was ihr wollt. Wenn ihr, wir werden am vorletzten Tag, gibt es Unterlagen, weil wir noch eine spezielle Übung machen. Aber ansonsten schreibt euch selbst alles mit, genau, dass ihr da Bescheid wisst. Das heißt, im Prinzip ist der Fokus nur auf diesen Sachen und auf diesen Sachen. Weil alles andere ist nur ein Ergebnis davon. Dann ist die Frage, wo wir jetzt eben dann auch schon näher an eure Punkte rankommen, was brauche ich denn, um schriftlich gut zu sein, mündlich gut zu sein? Die schriftlichen Sachen sind, ausklammern jetzt mal sowas wie Singen und Kunstzeichnen und so weiter, aber quasi überall, ist ja einfach nur eine Klausur. Dann, bei den Abiturfächern ist ja eigentlich genauso, man hat nur noch einen schriftlich oder ein oder zwei möglich, aber auch da hauptsächlich einfach nur eine Klausur. Nur halt länger und komplexer, aber im Endeffekt trotzdem eine Klausur. Für mündlich, wozu dann auch, sagen wir jetzt mal, wir haben Astrophysik mündlich, okay? Und Englisch auch mündlich. Für mündlich, und da zählen ja auch eure Stehkampfaufgabe, sagt irgendwas? Wie heißt das dann bei euch? Ext? So was denn genau? Hallo? Ja, bei Kurztest. Mir Kurztest. Wie heißt das denn? Kurztest? Wo? Ich weiß nicht. Einfach eine schriftliche, quasi ein Zettel, wo vier Aufgaben draufstehen, das geht über 20 Minuten, du kriegst eine Note drauf. Unangekündigter Test? Die Test? Ja, wird es angesagt. Das ist doch mega selten. Wird das sonst immer bei euch angesagt? Ja, das ist aber auch schon sehr. Also bei uns werden einfach gar keine Tests geschrieben, ja. Muss ich sagen. Also wird gar nicht geschrieben? Nee. Okay. Kann man diese ganzen möglichen Noten ja auf in so einer, wie soll ich sagen, in so einer Matrix darstellen. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr schriftlich oder mündlich, so widersprüchlich auch klingt, dass es unter mündlich ist, aber heißt ja mündliche Noten, ne? Und es gibt im Prinzip, und die können entweder vorhersehbar sein oder nicht. Kann man das noch lesen? Vielleicht in der Leibe, oder? Nee, vorhersehbar, nicht vorhersehbar. That's all. Ja, mit schriftlich meinst du jetzt Tests oder wie? Ja, also die Sachen, woraus mündliche Noten resultieren, können entweder schriftlich oder mündlich sein und sie können vorhersehbar sein oder nicht vorhersehbar. Ich gebe euch jetzt einfach gleich die Beispiele. Zum Beispiel eine schriftliche, vorhersehbare Sache wäre zum Beispiel Test. So was habt ihr auch, oder? Ja. Was kriegt ihr für Noten außer Klausur? Nur die mündliche Entscheidung. Also ich zum Beispiel in meiner Schule schreibe gar keinen Test. Das heißt, ihr habt nur die Mitarbeitsnote? Mitarbeitsnote, ja. Und Klausuren. Ja, bei uns zählen alle Tests wie eine Klausur. Bei mir zählen nur die Abiturnoten. Ja, dass man eine Hausaufgabe abgeben muss. Und dann. Das wird auch gewertet, okay. Gibt auch Präsentationen oder so. Also bei mir wird ganz einfach die Präsentation. Das ist auch möglich. Okay, das heißt, nicht jedes Bundesland hat nicht alles, dann wird die eine Extra-Session morgen folgt, besonders wichtig für Mitarbeiter und so weiter. Genau, aber im Prinzip gibt es, also man kann schriftlich vorhersehbare Tests haben. Vorhersehbar, was mündlich vorhersehbar ist, die Mitarbeit jede Stunde, die vielleicht nicht einzeln, aber allgemein bewertet wird.
Nicht vorhersehbar wäre dann eine extra Schicksalsaufgabe, das muss bei uns beiden, ich weiß nicht, wer von euch sowas hat. Das heißt, es kann einfach sein, dass du, also du kommst ins ganze Normal, heißt, schreib mir jetzt eine Ex. Und dann werden ja die letzten zwei Stunden abgefragt. Aber dann kam ich das hier mal ein, für diejenigen, für die das nicht drankommt. Genau, und dann, was ist möglich, nicht vorhersehbar? Genau, sowas, werdet ihr abgefragt? Dann noch keine Abfragen. Das kommt auch in der Lehrer. Ja, das ist ja, aber das habe ich okay. Und aufs Fach eigentlich, ja. Okay. Aber dann gibt es natürlich noch Abfragen. Das heißt, wir haben wieder echt spannend. Das sind im Prinzip so die vier Sachen. Dann gibt es natürlich noch sowas wie, natürlich noch sowas wie Präsentation oder Referate. Was gibt es noch für Sachen bei euch, die die mündliche Note beeinflussen? Fällt doch irgendwie irgendwas ein? Na, manche Lehrer sammeln die Hausaufgaben ein und machen daraus noch eine Okay. Ja. Sonst noch Sachen? Alles? Okay, geil. Weil das ist eigentlich schon das mega Geile. Das heißt, im Prinzip habt ihr ja bei der Klausur als auch bei, eigentlich egal, was ihr hier jetzt noch habt, egal ob Test, Mitarbeit, whatever, gleich Noten. Das ist alles. Du musst machen, wenn du dich nicht am Schreibtisch sitzt oder irgendwie lernst, ging das gar nicht. Dann musst du richtig lernen. Du kannst ewig einen Marathon laufen, wenn du in die falsche Richtung läufst, hat es ja auch nichts gebracht. Und dann, was mir im Herzen am meisten wehtut, es bringt dir auch nichts, die ganze Zeit zu lernen, das perfekt zu machen, am Abend davor alles perfekt drauf zu haben, dann kurz in der Prüfung zu stehen, einen Heulkrampf zu bekommen und nicht hinzuschreiben. Kriegst du leider auch nichts natürlich. Und deswegen ist eben auch noch die Performance in der Prüfung wichtig. Und je besser du das, die drei Faktoren drauf hast, desto besser sind deine Noten. Und das, ja. Was meinst du beim Machen? Machen ist sozusagen die Kombination aus, ich habe die Motivation, mich überhaupt mal an den Schreibtisch hinzusetzen, dann aber auch am Schreibtisch sitzen zu bleiben, dann auch sinnvoll das Richtige zu tun, wobei das fällt dann auch schon in Lernen rein, aber auch zum Beispiel Zeitmanagement, wobei das fällt für mich auch ein bisschen in, um es eigentlich was cooler hier zu lernen, könnte man auch Strategie sagen, das ist eigentlich was noch ein bisschen geiler, klingt cooler. Wir nennen das Strategie, da halt viel Glück zu sein. Und das ist natürlich der crazy Part. Wo alle immer für, alles kann man jetzt Abitur, muss auch schon das und das alles können. Alles! Das ist vollkommen egal. Es zieht sich alles nur hier durch. Alles, was du brauchst. Versteht ihr einfach jede einzelne Note, die ihr ever in der Oberstufe oder in der Abiturphase haben werdet, hängt einfach nur von diesen Punkten ab. Und dann gibt es nur diese zwei extra Sachen noch. Deswegen haben wir auch extra dieses extra Segment für Mitarbeit, Präsentation und die Hausaufgaben können wir auch gerne noch dazu packen. Das heißt, wenn wir das als extra Part, deswegen das werden wir einfach komplett morgen besprechen, nur das morgen. Das heißt, wenn du sozusagen das hier richtig gut drauf hast und das auch noch, hast du gewonnen. Praying that I get to breathe.